Es ist immer gut, den Idealen seines Primarchen zu folgen. Ich nicke dir zu. Leider ist es nicht immer einfach, die Zeit dafür zu schaffen. Brüder, ich denke, die Rahmenbedingungen des Einsatzes sind relativ klar. Wir sollten uns mit der Beschaffung unserer Ausrüstung beschäftigen und einen Anführer für diesen Auftrag auswählen. Naja, ich habe da einen klaren Favoriten, wenn es ums Jagen geht. Das sehe ich eigentlich auch so, ja. Aber vergessen wir nicht, dass das Jagen lediglich ein Aspekt des Ganzen. Und vergessen wir nicht, dass es sich vorrangig um eine diplomatische Mission handelt. Falls es euch nicht unangenehm ist, könnte ich mich anbieten, das Ganze zu leiten. Ich verfüge über etwas Erfahrung, was das Jagen angeht. Immerhin praktizieren wir das auch bei uns. Wenn auch nicht in demselben Ausmaß wie unsere Brüder des Space Wolves. Wenn euch das nicht so unangenehm ist, könnte ich mich anbieten. Ich weiß, ich bin neu doch und die Salamander haben auch durchaus einige Erfahrungen mit der Jagd. Auch wenn nicht in demselben Ausmaß wie unsere Brüder des Space Wolves. Dafür sind wir unserem Ruf entsprechend deutlich diplomatischer. Wenn sich von euch keiner gerufen fühlt, das Kommando zu übernehmen. Naja, Bruder, Diplomatie hin oder her. Aber da sind Brüder und Schwestern von uns gestorben. Ich denke, ein starkes und hartes Auftreten ist hier mehr als angebracht. Wir sind einfache Wesen, die Stärke respektieren. Und ich bin ehrlich, wenn es um, naja, pure martialische Macht geht, dann habe ich hier einen klaren Favoriten. Aber wenn wir die Stadt befestigen müssen, dann wäre ich der Favorit. Befestigung? Habe ich nicht, keine Ahnung. Das wisst ihr. Naja, ich bin derjenige, der die Befestigung einreißt. Bruder, das war ein... Also euer Humor, das... Also ein guter Festigungswitz ist immer mehr als angebracht. Nein, aber... Immer. Was ist mit euch? Ich habe gerade erst die Trainingsmission geleitet und... Nun, wir müssen eventuell... Der legt ein bisschen in den Kopf schieben. Wir müssen eventuell unter dem Radar bleiben. Und ihr hattet jetzt die Übung... Hab dafür ein Gefühl bekommen. Dann wäre das vielleicht gar nicht die falsche Wahl. Nun, ich bin aber weder ein herausragender Jäger noch ein herausragender Diplomat. Ihr könnt unter euch gerade erkennen, wie die Mission wohl zu Ende ist und das Gebläse abgestellt wird. Auch die Spiegel, die ähnlich wie bei euch dann wieder eingefahren werden und auch der Horizont, der wieder verschwindet. Plötzlich ist diese ganze riesige, dieses Winterareal sehr viel kleiner und auch die Brüder, die dort unten stehen, können euch dann oben auf den Tribünen erkennen. Ihr könnt sehen, wie unten, es sind sicherlich 10 Brüder der Deathwatch auftauchen nach und nach. Unter ihm unter anderem auch ein Carcharodon und ein Minotaure in einem Terminator-Anzug, die über und über mit Blut beschmiert sind. Sie haben 2 Kettenäxte und würden fast sogar den World Eaters Respekt abbringen, so blutverschmiert wie sie sind und gerade dann durch dieses Trainingsareal stapfen. Und während ihr so ein bisschen mit offenen Mundern oder kopfschüttelnd auf die beiden Deathwatch-Mitglieder blickt, könnt ihr noch sehen, wie eine weitere Person auf die Plattform tritt. Und das ist Watch Captain Brand, den ihr schon von eurem Auftritt auf Relas gekannt habt. Ah, meine Brüder, dort seid ihr. Ihr habt das bis ich sicherlich noch nicht mitbekommen. Ich wurde euch als Watch Captain zugeteilt, beziehungsweise ich habe darum gebeten. Ihr habt auf Relas gute Arbeit geleistet und ich würde gerne weiter mit euch zusammenarbeiten. Watch Captain Brand, das ist uns eine Ehre. Uns eine Ehre. Ah, Bruder Ifrit, sehr schön. Ihr habt mit Diaslan gesprochen, ich hatte ihn eben gerade gesehen. Gut, dann können wir uns die primären Ziele ansehen. Herausfinden, wer für die Morde auf Aurum zuständig ist und nun, das sollte eins der
Novizenziele sein. Allerdings geht es vornehmlich um die primären Expertenziele, und zwar die Bedrohung auf Aurum ausschalten und als Veteranenziel die Auraner davon überzeugen, sich dem Imperium anzuschließen. Drei primäre Ziele. Sekundäre Ziele oder tertiäre könntet ihr dann dort selbst festlegen. Ich werde euch selbstverständlich als Watch-Captain begleiten und dort im Orbit auf euch warten. Bruder Tordal, ihr werdet anführen? So wie es mir scheint, haben mich meine Brüder dazu ausgewählt. Ich schlage Tordal aufmunternd auf die Schulter. Natürlich haben wir dich ausgewählt, Bruder. Ja, doch. Ich werde den Sohn Finnes. Verzeiht, ich wollte euch nicht vorgreifen. Ich hatte angenommen, dass Tordal für diese Mission nun die einzige Wahl wäre. Und ich höre, und wenn es darum geht, jemanden aufzuspüren und auch meinetwegen dadurch eine Möglichkeit haben, die Verhandlung zu steigern, scheine ich definitiv die beste Wahl. Ja, Bruder, nee. Auch wenn dein Humor noch etwas ausbaufähig ist. Aber ja, ihr seid mit Sicherheit der beste Kandidat. Und wie immer werden wir anderen natürlich unseren Anführer voll und ganz unterstützen, also hab keine Sorge, Bruder. Ich glaube, auf so einem primitiven Planeten ist dein Humor sogar von Vorteil. Ist ein was von Vorteil? Sie werden meinen Humor lieben lernen. Der Imperator hat ihn mir gegeben. Ihr bekommt 51 bzw. aufgerundet 55 Reputationspunkte, die ihr jetzt für Ausrüstung und Eide auch ausgeben könntet. Ihr habt einen Anführer bestimmt, auch wenn es noch einige Zeit ist, bis ihr dann in 2 Wochen dort antrefft. Aber ihr könnt hier oder sollt hier und jetzt auf dieser Station schon eure Ausrüstung zusammensuchen. Sehr gut. Ich würde einfach sagen, wir fangen bei Octavius an. Du weißt eigentlich immer, so organisiert wie du bist, was du haben möchtest, was du brauchst. Such dir was aus den Waffenkammern aus. So. Ja, also wir könnten jetzt zum Beispiel irgendwelche spezielle Munition oder Granaten oder sowas mitführen. Mhm. Oder auch so ein Gefechtsservitor finde ich jetzt auch keine so schlechte Idee. Aber ich weiß halt nicht, wie die Primitiven auf sowas reagieren. Das ist definitiv. Genau, also jetzt im Rahmen dieser Mission wäre vielleicht sowas wie ein Gefechtsservitor vielleicht gar nicht so sinnvoll. Wenn euch dann so ein untoter, zerschnittener Zombie hinterherläuft, dem irgendwelche Waffen dran montiert worden sind. Also das mag auf so einer Urzeitwelt vielleicht gar nicht so gut kommen. Also was natürlich auch interessant wäre, wäre Fahrzeuge. Also ein Rhino oder Space Marine Bike. Das wird auf so einem Planeten Landspeeder sein. Also Landspeeder ist, ja nicht ist ein Problem, weil da passen wir nicht alle 5 rein, ne? Die sind ein Fahrzeug wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Na gut, ich vermute, das wird da nicht alles so weit zu laufen sein, weil die haben ja auch keine Fahrzeuge und die genau. sind ja noch viel langsamer als wir. Also ich die vermute. Haben aber ihre Echsen. Also ich vermute mal, dass wir bestimmt irgendeinen Shuttle oder sowas von dem Dias bekommen, mit dem wir da auf dem Planeten fliegen können. Also dass wir da nicht extra einen Thunderhawk oder sowas. Nein, also sowas müsst ihr nicht kaufen. Ja, ihr kommt vom Orbit, kommt ihr auf alle Fälle runter nach Highstand. So, und dann in Highstand könntet ihr euch dann überlegen, wie ihr da weitermachen wollt. Ja, also so Sachen wie Klettergeschirr oder sowas ist vielleicht auch eine Maßnahme. Oder mal, keine Ahnung, jemand mit einem Auspex. Also was ihr sonst auch machen könnt, ist Relikte kaufen. Relikte helfen euch als passive Fähigkeit. Ich guck gerade mal, das könnten bestimmte Schwerter sein, die jemand getragen hat. Oder es könnte auch sein, dass ihr eine Ordensinsignie nehmt, so ein riesiges Banner oder ein Wimpel, das ihr mitführt. Damit ja, ihr dann aber da haben wir alle noch nicht genug Ruhm dafür. Das kannst du vergessen. Ja, aber ich wollte nur sagen, also sowas wäre eine Möglichkeit. Also ein Auspex ist so eine Art Scanner. Die normalen Funktionen kann eigentlich jeder Space Marine bedienen. Nur wenn es dann irgendwie um schwierige Spezialfunktionen geht, was weiß ich, rauszukriegen, was für eine Strahlung das ist,
dann müsste man eine Tischgebrauchprobe machen. Und das also, bräuchte mal jemanden, der das kann. Ich könnte das. Also du hast Tischgebrauch. Also ein Ausmex kostet 12 Rep-Punkte. Ist damit... Ja, dann Ifrit, dann schreib dir den doch mal auf und du hast 12 ausgegeben. Punkt. Das klingt doch gut. Was man auch noch machen könnte, wäre eine Melterbombe. Also, ich habe keine Ahnung, was ihr da sprengen wollt, aber falls ihr Bock auf eine Melterbombe habt, die kostet 25 Reputationen. Gut, alles von meinem Combat-Servitor eine scheiß Idee, aber die Melterbombe, damit haben wir mal Pluspunkte bei den Jungs. Wenn wir die ganzen Berge in der Luft sprengen, dann denken die sich, oh, die sind geile Boys. Ja, also eine Melterbombe finde ich jetzt definitiv okay, Servitoren, was kostet gegen eine extra OP. Wie ist es denn mit der Sprache? Sprechen die imperiale Standard? Mit Akzent, ja. Okay, also brauchen wir da nicht. Was ich mir vorstellen könnte, was wir vielleicht brauchen, wäre Klettergeschirr. Ja, das könnte ich mir nämlich auch vorstellen. Also hier, ich habe ja meinen Jetpack. Aber also die in Highstand zumindest. Wenn du einen Sprachklärer mitnimmst, das ist natürlich auch eine gute Aktion. Vor allem, weil es halt eine nicht-imperiale Urzeitwelt ist. Je weiter du dich von Highstand entfernst, desto mehr könnte es sein, dass du auf eine Sprache triffst, die dann eben nicht mehr imperial ist. Mal eine ganz andere Frage. Wie sieht's mit dem Kartograf aus? Das wäre auch nicht verkehrt. Weil, wenn wir jetzt in den Dschungel rennen, für so eine Jagdquest, ich meine, weiß jetzt nicht, wie gut unser Space Wolf ist mit ich führe euch wieder zurück. Hilft auf alle Fälle bei der Probe, ne? Kartograf, den sehe ich jetzt gerade nicht. Hat der einen anderen Mausback-Scanner? Direkt unter dem Mausback-Scanner. Ah, Kartenblock. Ja, okay. Im speziellen Datenblock kann man geografische und Navigationsdaten über einen Planeten speichern. Ja, kostet diese können entweder... Rep. Ja, genau, 5 Rep ist doch geschenkt. Ja, wer nimmt den mit? Ah, der kriegt den Tordal. Bleib ich mir den mal auf, der bringt mir plus 10 auf Navigation. Ey, jetzt hab ich überhaupt eine Navigation, kann ich das überhaupt? Sagen wir, das ist ja gut. Sonst gibst du den Cry weiter. Nee, auf Navigation hab ich nicht. Doch, hab ich. Ich wollte gerade sagen, du bist Space Wolf. Navigation Oberfläche, das hat glaube ich jeder, ne? Ja, hab ich, genau, hab ich, ja. Na ja gut, dann schreibe ich mir den mal auf. Ja, Funkgerät haben wir ja so und so schon. Lampen und sowas brauchen wir auch nicht. Nee. Makrokulare, das ist halt auch was. Also ein bisschen sowas haben wir in unseren Helmen auch drin. Also Sprachklärer wäre vielleicht schon interessant, ne? Ja, dann gibt ihr 25 gut. Punkte für den Sprachklärer auf und dann seid ihr fertig mit dem allgemeinen Ausrüstungswerkzeug. Und dann ging es halt jetzt wieder daran, dass ihr eure eigene Ausrüstung bestimmt. Also ob ihr dann mit Sturmbolter reinlauft. Ja gut, dann schreibe ich mir mal den Sprachklärer auf, ne, oder? Machen wir. Ja, ist doch gut. Klingt doch super. Ist eine gute Ausrüstung. Noch irgendwelche Spezialgranaten oder sowas? Hat da jemand Interesse? Eine Feuergranate wäre zwar cool, aber ich habe einen Flammenwerfer, also... Es wäre überlegenswert, wenn wir wirklich wieder auf unsere netten Tyraniden treffen. Ob wir sowas in diese Richtung für die mitnehmen... So, also da haben wir ja die verschiedenen Geschosse, Krake, Vergelter, Höllenfeuer oder Drachenfeuer. Ich muss gerade mal schauen. Krakengeschoss, ne? Krake ist mit mehr Durchschlag und ein bisschen höherer Reichweite. Vergelter ist gegen Chaos Marines. Ja, und Höllenfeuer ist, glaube ich, gegen. Genau, Höllenfeuer wurde gegen Tyranniden, damit die keine Rüstung mehr haben. Geht dann die Rüstung vorbei. Also das wäre schon interessant. Kann da jeder wieder was mitnehmen oder so? Das ist für alle Bolterwaffen, genau. Ja, dann nimmt mal jeder ein Magazin Höllenfeuer mit, oder? Ich brauche keins. Ich habe einen Flammenwerfer, das muss reichen. Ich habe gar keinen Bolter. Aber du hast doch wenigstens eine Bolterpistole. Das stimmt, die habe ich. Grundausrüstung, Space Marine. Dann nehm du doch mal bitte für deine Bolt-Pistole und der Cry schallgedämpfte Patronen mit. Hey, darf ich fragen, wie schallgedämpft sind denn diese Knarren? Weil die explodieren doch, wenn die auftreffen, oder nicht? Ja, die knallen halt nur halb so laut und die sind irgendwie... Also normale Bolter-Geschosse sind ja so wie Raketen, so Mini-Raketen. Genau. Und die Schallgedämpften, die verbrennen irgendwelche kalten Treibstoff. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Auf jeden Fall macht das keine Geräusche.
Okay. Explodiert dann leise. Ja. Ich wollte gerade sagen, der Impact ist ja, also das zerfetzt ja Menschen. Also ja, sprengt ja alles ab, nur als leise. Du, warum nicht? Und der Schaden sinkt halt ein bisschen und sowas, aber... Ja gut, also da, wo der Devastator schießt, da musst du auch nicht mehr leise sein. Ja, aber es könnte halt ja sein, dass wir vielleicht in der Stadt irgendwo rumschleichen müssen und vielleicht auch mal jemanden leise ausschalten. Deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn mal so zwei Leute... Das ist halt ideal für Cry, ne? Ja. Als Ravengard. Ich überlasse ihm mal die Munition. Für den Ravengard macht das garantiert sehr viel Sinn, sowas dabei zu haben. Schallgedämpfte Bolt-Munition für den Ravengard, alles klar. Ja, und ich nehme mir halt mit meiner Spezialfähigkeit die Höllenfeuer-Muni mit. Genau, als Ultramarine, ne? Ne, als Taktiker. Als Taktiker, ja. Als Taktiker kannst du das machen. Gut, dann habt ihr eure Waffen, eure Ausrüstung. Tordal zieht wieder mit Energieschwert in den Kampf oder so? Ja, Energieschwert und meine Kettenaxt. Kettenaxt, genau, alles klar, gut. Für zwei Energieaxte hat mich ja keine Rep. Gut, dann könnt ihr eure Servitoren so zusammenrödeln, dass ihr die Rüstung angezogen bekommt, den Helm, eure Waffen angelegt und so könnt ihr an Bord der Stolz des Horizonts gehen. Ein leichter Kreuzer, der dann schillernd im Licht der Sterne funkelt, wenn ihr euch dann von der Watchstation trennt. Und dann von Hestos ablegt in Richtung des Sprungpunktes. Die anderen von eurem Killteam, beziehungsweise das Killteam, was auf Aloysius euch dann verlässt, sind ebenso an Bord. Es ist der Techschmied Numatar, ein Salamander, und ein weiterer Eisenschmied Broar Manok von den Iron Hands. Der wird dann auch ähnlich wie Bruder Ifrit die Schmiede aufsuchen. Ihr habt einen Bruder Sergeant Yelani dabei von den Raptors, das ist ein Unterorden von der Raven Guard. Die ist quasi der einzige Space Marine Orden, der sowas wie taktische Tarnung benutzt. Also der dann auch die Rüstung verschieden anmalt, je nachdem auf welchen Planeten die gehen. Ihr habt einen Apothekarius an Bord von den Imperial Fists, einen Crimson Fist und einen Black Templar in Terminator Rüstung. Ihr habt Tora Eos von den Ultramarines dabei und die beiden Space Wolves, die euch eben am Versammlungstisch schon einmal Bescheid gesagt haben. Ebenso wie Bruder Kyros und Bruder-Veteran Arellen von Minotaure und den Kalcharodons. Also eine große Entourage, die sich jetzt in Richtung des neuen Keils aufmacht. Und ja, Diaslan wird euch dann so ein bisschen herumführen, zeigt euch dann die Gästekabinen, die eher für die Würdenträger oder für hochrangiges militärisches Personal angemessen wäre. Aktuell wird es dann natürlich bezogen von dem Brigadegeneral. Er zeigt euch die Kommandobrücke an der Stolz des Horizonts und dann auch sein eigenes Arbeitszimmer, falls ihr ihn dort einmal suchen solltet innerhalb der 2 Wochen. Unglaublich schick, selbstverständlich, wie es sich für einen Freihändler gehört, aufwendig dekoriert, mit Wandvertäfelung, seltsam leuchtend bernsteinfarbenes Holz, ja, was dann so selbst im Schein dann diesen Raum erhält, ein großer, schwerer Schreibtisch, der drin steht, ein paar Bassreliefs und auch in einer Glasvitrine, gesichert mit verschiedenen Laserapparaturen, sein Freihändlerbrief mit dem Blut des Imperators darauf, was ihn dann als Freihändler ausweist. Ja, wichtige Personen an Bord, die ihr euch dann auch vorstellt, sind unter anderem der Seneschall, die erste Offizierin und dann selbst den Brigadegeneral Archibald Heth, der euch dann noch unten begleiten wird. Und so könnt ihr euch erst einmal zurückziehen, nachdem ihr euch ein bisschen umgesehen habt, ein paar Leute kennengelernt habt, in eure eigenen Quartiere. Es sind sehr kleine, schmucklose Räume, die euch dann zur Verfügung gestellt werden. Es ist nichts Besonderes, könnte fast dem Schiffsgefängnis ein bisschen ähneln, aber das seid ihr ja selbstverständlich gewöhnt als Unterbringungsmöglichkeit. Mehr als ein Bett, beziehungsweise eine Koje und ein Tisch zum Ablegen von euren Waffen bzw. einen Rüstungsständer bräuchtet ihr auch fast nicht. Und so könntet ihr euch dort dann erst einmal gütig tun. Haben wir denn den Drachenzahn mitgenommen?
zum Beispiel. Du meinst das Schwert? Ja, das große. Oder ist das nicht im Budget drin? Doch, das ist euch jetzt ohne Reputationsposten zur Verfügung gestellt worden. Also das Xenos-Schwert, das gehört euch quasi. Okay. So, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass das uns gehört. Ich weiß nicht gerade, wer es das letzte Mal geführt hatte. Das war Cray. Aber das müsstet ihr nicht kaufen. Das wurde euch von der Inquisition anvertraut. Dann nimm das mit, Cray. Gerade wollte ich es Tordal anbieten. Aber... ja. Bruder Tordal. Was kann ich euch für euch tun, Bruder? Ihr führt ja nun die nächste Mission an. So sieht's aus. Zur letzten habe ich die Ehre genossen, das Xenos-Schwert zu testen. Eine beeindruckende Waffe. Und wollte sie dir jetzt formal anbieten. Schau die Fragen dann. Nun, du kannst sie jetzt testen. Ich soll sie führen. Wie gesagt, eine außergewöhnliche Waffe. Na, das war, glaube ich, ein Zweihandschwert, wenn ich mich recht entsinne, oder? Das ist richtig. Es ist quasi unmöglich, sie in einer Hand zu führen. Bruder Tordal benutzt, glaube ich, lieber zwei Waffen. Ihr bietet mir, ich danke euch für die Ehre, doch, Bruder. Aber ich bin definitiv agiler und deutlich wertvoller für das Team, wenn ich mit zwei Waffen kämpfe, als mit einer. Und da ihr ebenfalls im Nahkampf seid, könnt ihr es, und ihr kennt es schon. Solltet ihr es ruhig weiterführen. Aber danke der Ehre. Dann werde ich die Waffe mitführen. Wenn ihr ein Training braucht, um es mich mit dieser Waffe zu vertraut zu machen, können wir gerne auf diesem Flug einige Male in die Arena steigen. Ich werde diesmal einen besseren Gegner abgeben als beim letzten Mal. Ich sehe da. Jedes Training gut für die Moral. Ja, und so in typischer Raven God Manier würde er einfach nur dir zustimmen, nicken. Ich freue mich, weiterhin an eurer Seite kämpfen zu dürfen. Ich bezweifle, dass wir so viel Glück haben werden, aber vielleicht bleiben die Waffen dieses Mal stehen. Wir werden sehen, spätestens für die Jagd. Wobei, eine Hexe mit der Hand erwürgen ist auch eine durchaus ehrenvolle Aufgabe. Ich würde das den Wilden sogar noch am ehesten zutrauen. Auf Fenris habe ich bereits einen Wolf mit bloßen Händen erledigt. Von daher bin ich gespannt, was uns dort erwartet. Eine kuriose Missionsbeschreibung. Baut mit ihnen Kontakt auf, aber haltet euch an ihre Regeln. Aber sucht nach den Leuten, die verschwunden sind. Wird schon, wenn dieses Volk wirklich so primitiv ist, wie es angegeben ist. Allein unsere Rüstung wird sie schon verschrecken. Dementsprechend bin ich auf dieses Volk gespannt. Also bei deinen Worten gucke ich zweifelnd an meiner Rüstung runter und suche nach irgendwelchen Schmutzflecken, die sie vielleicht erschrecken können. Nein. Ihr seid wie immer blitzblank poliert, mein Bruder. Daran liegt es nicht. Gewissermaßen unbefleckt. Nun, Bruder, lasst uns aufbrechen. Mich dürstet es nach Taten. Ja, ihr seid, wie gesagt, schon gestartet. Seid jetzt auf dem Weg zum Lagrange-Punkt und das wird sicherlich noch 2 Stunden dauern. Aber die Maschinen rödeln auf alle Fälle schon. Und ihr seid abgelegt. Ja, ihr habt euch dann mit den Schiffsgefängnissen beziehungsweise mit eurem Quartier dann so ein bisschen vertraut gemacht. Und nach einer Stunde könnt ihr dann auch sehen, wie die erste Offizierin Altea Kyberis auf euch zukommt und euch dann nach und nach aufsucht. Verzeiht, meine Lords, entschuldige mich, dass wir euch in den Gefängnissen untergebracht haben, aber Diaslan hat noch bisher allzu wenige Deathwatch Marines bei sich beherbergen dürfen.
Leider sind unsere Gästekabinen nicht für eure Größe ausgelegt und auch die Möbel vielleicht etwas zu klein oder zu zerbrechlich für eure doch stattliche Natur. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass ihr in Himmelbetten schlafen wollt. Wir werden damit klarkommen.